Und die und so und so. Und die können irgendwo sein. Ich glaube einfach, dass überhaupt so ein Award immer etwas Gutes ist. Weil es Möglichkeit gibt, zu differenzieren. Weil es ist wie überall im Leben. Es gibt halt solche, die den Schritt machen können, die weiterkommen. Und das gibt den Firmen auch selber eine Art einen Schub wieder. Wir erwarten doch relativ viel. Und gerade wenn man so Jungunternehmer ist, dann hat man vielleicht nur von anderen Sachen im Kopf. Und es gibt ihnen das und auf der anderen Seite eben wirklich die Möglichkeit, auch da sich an einem grossen Publikum zu präsentieren. Für mich ist der ausschlaggebende Grund der, dass man mit dieser Arbeit kann jungen Firmen auch Mut machen, etwas zeigen, sie ihnen eine Visibilität geben. Und auch selber, ich nehme auch selber Ideen mit aus dem. Dieses Andere, anders zu sein, weil in vielen Unternehmungen hast du dieses Problem und viele Leute sind froh, wenn sie nicht raus müssen. Und was Dominik vorhin nicht gesagt hat, was mir gefallen hat, ist, dass eben die Daten, die Information dazu nutzt, das Angebot zu verbessern. Weil das ist ja das Thema. Der letzte Hinweis, es sind wirklich vertrauliche Unterlagen, zum einen und zum anderen wird gewinnt, das wissen nur wir und das Safety. Grundsätzlich haben sie bereits alle etwas erreicht. Also sie haben die Professionalität, das ist ja im Vorfeld auch geprüft worden. Sie sind also wirklich schon auf einem Level, wo man kann mit gutem Gewissen sagen kann, die haben alle eine Chance, in dem Bereich, wo sie sind, den nächsten Schritt zu erreichen.